Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder als SK-Beamter im schönen Mercedes AMG GLC unterwegs. Wir müssen direkt mal losfahren, denn es sind zwei Police Officer da und wir fahren da direkt mal hin. Und ich würde sagen, let's go! Die Police Officer sind alle bei der Polizeistation da und ich glaube, das war Corny, weil der ist da gerade hingefahren und hat eben auch kurz geschossen, so ich das mitbekommen habe. Ist auch wanted, ja, 5 Sterne, ja, okay, er war es ziemlich sicher, da ist er auch schon. Nehmen wir direkt die Verfolgung auf, haben halt nur ein halb repariertes Fahrzeug und sein Bugatti ist halt sehr, sehr schnell. Wird auf jeden Fall schwierig, da hinterherzukommen. Der Juwelier wird auch überfallen. Fahren wir nicht hin. Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Dankeschön. Ja, da zieht er schon weg. Wir waren früher als auf dem Gas, aber trotzdem hat er halt einen riesen Vorteil. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Er verunfallt halb, fliegt zumindest einmal in die Luft. Ich sehe nur noch seine Reifenspuren, fährt jetzt wieder hier beim Autohändler lang, fährt hier seine Runden. Schwierig hinterherzukommen. Ich sehe ihn sehr, sehr schlecht. Jetzt fährt er wieder auf die Gerade, okay. Er kommt immer weiter weg, obwohl wir ziemlich schnell auf dem Gas hin. Okay, jetzt das erste Mal verunfallt. Fährt jetzt da hinten lang. Ich weiß nicht, ob er das schon ist. Kann gut sein, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wir müssen gleich auf jeden Fall mal unser Fahrzeug reparieren und tanken. Okay, wir haben ihn leider verloren. Ich werde jetzt auf jeden Fall mein Fahrzeug reparieren, eine neue Farbe Silber machen und dann fahren wir einmal schnell zu Aris tanken. So, wir haben unser Fahrzeug repariert. Jetzt tanken wir mal für 656 Euro. Sehr, sehr teuer auf jeden Fall. Und jetzt fahren wir weiter auf Streife und gucken mal, dass wir Corny finden. Wir haben einen gefunden, der wanted ist. 2 Sterne, illegal item. Steht hier bei der Aris. Wir setzen uns vor ihn. Er hat 14 illegale Gegenstände. Das heißt, er ist wanted. Wurde getasert, wird jetzt festgenommen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und dann ab ins Fahrzeug. Und einmal schnell zum Gefängnis. Ja, ich wurde abgeschossen, ich wurde abgeschossen. Von da hinten, glaube ich. Ja, da hinten ist er. Sniper kurz. Einmal getroffen. Nicht nochmal getroffen, okay. Einmal schnell Sniper nachladen und dann wegfahren. Und den Qualm wegbringen. Wir wollen ja nicht, dass der Qualm jetzt durchgängig hier bei uns im Auto ist. Dann bringen wir den einmal weg. Und dann geht's weiter. So, wir nehmen ihn jetzt direkt einmal fest. Ab ins Gefängnis, 40 XP, sehr, sehr nice. Und jetzt fahren wir Richtung Aris, gucken, dass wir mal Corny finden. Corny gefunden. Nein, 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 nein. Fährt sehr langsam. Setzen wir uns vor ihn. Konnte ich nicht tasern, schade. Direkt hinterher mit Vollgas. Anderer GLC ist auch da. Will Polizei sein, denke ich, hoffe ich. Ja, ist Polizei, sehr, sehr nice. Wir fahren direkt mal hinterher. Ich dachte, der S5 fährt jetzt in unsere Spur oder auf unsere Spur. Okay, GLC ist auch weiterhin dabei. Zu zweit sollten wir das gut schaffen. Corny fährt langsam. Fährt jetzt Schlangenlinien. Okay, anderer GLC ist verunfallt. Corny drängt uns ab. Finde ich auch sehr, sehr nice, dass er es immer schafft, mich abzudrängen. Ich aber noch nie, glaube ich, geschafft habe. Also ich habe es noch nie geschafft, ihn irgendwie abzudrängen, glaube ich. Ich werde immer abgedrängt, finde ich sehr, sehr schade. Okay, Baro gibt Position durch, ist sehr, sehr nice. Bremse. Okay, fährt jetzt Offroad, wird interessant. Anderer GLC ist weg auf jeden Fall. Und was zum... Okay, das Containerschiff wird jetzt auch überfallen. Könnte man hinfahren, machen wir aber jetzt erstmal, glaube ich, nicht. Corny fährt irgendwo, ja, okay. Anderer GLC ist zu Corny hochgefahren. Stopsticks werden auf jeden Fall platziert, sobald er irgendwo hinfährt. Platziert. Und die haben alle nicht gewirkt. Das ist ja mal frech. Dann hinterher, anderer GLC fährt auch schon. Wir auch. Ah, er fährt nach rechts. Okay, zum ADAC. Gut, wir fahren mal einen anderen Weg. Es könnte natürlich jetzt sehr, sehr gut gehen, wo ich jetzt lang fahre. Könnte natürlich aber auch komplett in die Hose gehen. Nur der andere Weg ist sowieso auch nicht mehr machbar für uns, deswegen fahren wir jetzt hier einmal kurz Offroad. Aber hier ist er nirgendwo mehr, leider. Schade auf jeden Fall. Gefunden, perfekt. Sind hinter ihm. Verunfall mit dem Passat. Stopsticks. Zwei Plattreifen, schnell hinterher. Ist rechts, fährt Richtung ADAC. Fährt aufs ADAC-Gelände. Setzen uns vor ihn.
Ah, es fünfter Unfall mit ihm. Setzen uns heulen, hat sich festgesetzt. Ist da auch gut, sehr, sehr nice. Wir brauchen auf jeden Fall Backup. Währenddessen ist ein anderer Police Officer down hinten beim Gefängnis, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe einen gefunden, der wanted ist. Ein Stern, illegales Item. Wurde getasert und wird jetzt festgenommen. Wenn ich es schaffe, perfekt. Fällt nochmal kurz um. Wurde festgenommen, ab ins Fahrzeug. Sehr, sehr nice. Der Kollege kümmert sich darum. Wir fahren dann aber schnell zum Gefängnis und bringen ihn weg. So, perfekt. Wir nehmen ihn jetzt einmal fest. Sollte nur 30 XP geben, da er nur einen Stern hatte. Ist trotzdem nice. Danach gucken wir mal Richtung ADAC, um unser Fahrzeug zu reparieren. Und ob Conny dann noch liegt. Notfalls können wir ihn festnehmen. So viel dazu. Der Juwelier wird überfallen. Sind wir gleich da? Die Blitzer hier sind ja weg. Das heißt, wir können jetzt komplett undercover hinfahren, ohne Blaulichtankündigung. Motor aus, setzen uns vor ihn, tasern die Hand und dann geht's rein. Da steht er, läuft weg. Nicht getasert, weil er gerade hochgesprungen ist. So hinterherlaufen, festnehmen, auch wenn er im Auto ist. Können ihn festnehmen, perfekt, ab ins Auto, in mein Auto und dann geht's mal schnell zum Gefängnis. So perfekt, wir nehmen ihn nicht fest, da vorher gelieft ist. Egal, passt schon irgendwie. Dann fahren wir einfach mal weiter auf Streife. Let's go. Conny ist noch wanted und Schüsse bei der Bank. Police Officer ist down, rücken wir direkt aus. Wort angekommen, Conny ist wieder da. Wird wahrscheinlich nicht festgenommen worden sein, wenn dann der SEK-Beamte hat ihn gelassen. Oder er durfte lieben, beziehungsweise der SEK-Beamte ist weggefahren. Ja, stell dich in den Weg, danke. Wir fahren direkt hinterher. Er ist irgendwo hier lang gefahren. Er hat ihn mitgenommen anscheinend. Da steht er, Sniper-Schüsse. Setzen uns vor ihn. Alles klar. Da ist ein GLC, nicht in mich reinfahren, ich bleib rechts. Er ist irgendwo hier. Ich weiß halt nicht genau wo. Seine Reifen sind ja nicht kaputt, deswegen nicht unbedingt beim ADAC. Wir fahren mal Richtung ADAC trotzdem. Juve wird überfallen, wurde gerade durchgegeben von einem Kollegen. Fahren wir erstmal nicht hin. GLC ist beim ADAC, da ist er anscheinend nicht. Sehr, sehr schade. Egal, weiter geht's. Alles klar, der SEK-Beamte hat hier jetzt schon mal eine kleine Sperre errichtet. Hier hat der platte Reifen. HHPZ. Ist aber nicht wanted. Es ist ein Police Officer wieder down. Hinten beim Kreisverkehr fahren wir direkt hin. Und der Passat fährt erstmal fast in uns rein. So, perfekt. Zweiter Police Officer ist wieder down. Beziehungsweise wieder down, perfekt. Zweiter Police Officer ist auch down. Sind vor Ort angekommen, da ist Corny. Wir fahren mal kurz in sein schmackomatisches Fahrzeug rein und eröffnen das Feuer. Jetzt haben wir getroffen. Und ist down, perfekt. Weiterer Police Officer ist down, ist auch hier. Wir warten jetzt hier, dass wir Corny festnehmen können. Achso, er wurde getasert, glaube ich. Okay, gut. Da steht ein Fahrzeug beim Juwelier. Wir gehen mal das Kennzeichen durch. Ist nicht wanted, okay. Achso, ist im Gefängnis, okay. Gut, dann fahren wir weiter. Es ist wieder ein Police Officer down. Diesmal dürfte es eigentlich nicht Corny sein. Fahren wir hin, bei der Bank anscheinend. Ja. Da ist ein. Okay, da ist ein Bugatti weggefahren. Wird dann der schwarze Bugatti gewesen sein, ja, ist es. Einmal getroffen. Nochmal getroffen. Nicht nochmal getroffen, wir sprayen mal mit der M4. Okay, ist down, gut. Wir wurden auch einmal getroffen, wir sichern mal kurz ab. Wobei, es sollten genug Kollegen sein. Das sollten die diesmal auch schaffen, denke ich. Weiterer Police Officer down. Ach nee, das ist nochmal der. Okay, sorry. Gut, dann geht's weiter. So, wir tanken nochmal unser Fahrzeug auf für 257 Euro. Perfekt, und weiter geht's. Und hier liegen Bäume auf der Fahrbahn. Perfekt, wir rufen mal direkt die Feuerwehr. Okay, beim Fahrzeughändler ist anscheinend was. Fahren wir direkt mal hin mit Vollgas. 200 km/h sind beim Autohändler gleich angekommen nach einer Drifteinlage. Police Officer is down. Fahren wir auch gleich hin. TW 51 wurde geschrieben. Sehe ich jetzt hier nicht mehr. Dann fahren wir zum Police Officer. Wieder beide beim Kreisverkehr anscheinend. Ja, dem ist der Fall. Sind vor Ort angekommen, da ist wieder der schwarze Bugatti. Wahrscheinlich ist er das. Gehe ich von aus, fahren wir hinterher. Ja, es leckt ein bisschen, sorry.
Okay, zwei Crimes. Nee, einer. Nee, zwei. Ich weiß auch nicht. Fährt weg. Ist da hinten. Einmal getroffen. Nicht nochmal getroffen. Schade. Da ist noch ein Crime. Einmal getroffen. Getasert. Okay, ich sichere kurz ab. Ah, von links nochmal Sniper-Beschuss. Einmal getroffen. Headshot. Fahren wir hin. Da sind wir. Nehmen die Verfolgung direkt auf. Stop 6 platziert. Leider ganz knapp nicht drüber gefahren. Fahren wir direkt hinterher. Ist ausgestiegen. Hat auf uns geschossen. Beziehungsweise wollte es. Setzen uns vor ihn. Machen kurzen Spin in der Luft. Und danach einfach normal weiterfahren. Sehr, sehr nice. Die Bank wird auch überfallen. Kümmern wir uns aber nicht drum. Okay, hat sich festgefahren. Nee, doch nicht. Schade. Feuer wird eröffnet. Stehen unter Beschuss von da hinten. Nicht getroffen, leider. Getroffen. Perfekt. Ja, man kann ihn ganz schlecht sehen. Nur sein Kopf durch den Bugatti ganz leicht, minimal. Da hinten ist auch Corny, da wahrscheinlich jetzt. Dann werden die wahrscheinlich zu zweit was machen. Nicht getroffen. Ich werde mal ein bisschen meine Sniper-Munition sparen müssen. Einmal getroffen mit der Glock. Gut, wir werden vorrücken. Nein, Corny hat uns runtergecrashed. Killerfox geht in. Ja, okay. Das wird jetzt schwer, weil wir automatischen Auftrieb haben. Und ich sehe halt absolut gar nichts. Da links irgendwo, ja. Ja, gut. Wir schwimmen mal unter Wasser ein bisschen weg. Ich fordere mal Backup an. Baruch hat auch schon Backup angefordert. Wir schwimmen auf jeden Fall mal nach hinten. Ich sehe jetzt hier so nirgendwo das Corny. Mal gucken, ist leider nicht wanted. Schade. Ah, er ist unter Wasser, er ist unter Wasser. Nicht gesehen. Einmal getroffen. Einmal getroffen, ist down, gut. Sunny ist direkt da, sehr, sehr nice. Dann nehmen wir ihn fest, I guess. Beziehungsweise Baron nimmt ihn fest und ich komme mit Auto. Sniper-Schüsse da hinten. SEK springt weg, wahrscheinlich dann auf ihn. Ja, hört sich so an, wie ein Schusswechsel. Ah, gefunden. Ja, das ist halt jetzt schwierig, weil ich keine Energie mehr habe. Ja, ich muss nach unten schwimmen und erstmal Energie aufladen. Am besten mit Energy, glaube ich sogar. Und dann geht's die Leiter hoch. Ah, von der falschen Seite jedoch. Okay, ich wurde komplett in die Luft geballert. Nicht getroffen, schade. Nicht getroffen. Hallo, was geht denn hier ab? Ja, wie viele Crimes, sorry. Nicht getroffen. Nicht, ja, okay, drei Crimes, sorry. Schwierig. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition. Ich überlege da hinten vielleicht die Leiter hochzugehen oder die muss ich jetzt mal überlegen. Am besten erstmal aber ein Energy reinpfeffern, damit ich da einmal nochmal hochgehe. Einmal probiere ich es noch. Ja, okay, der Sunny ist ein bisschen im Weg vielleicht. Sunny. Zwei Sunnys sogar. Hallo, was macht ihr denn da? Ja, ich bin down, okay, schade. Ja, vier Crimes, I guess. So, wir sind wieder am Leben. Er schlägt. Sehr, sehr schlau von ihm. Er weiß schon, dass ich Schutz habe und jetzt einfach runterspringen kann. Ja, keine Ahnung, was er da oben. Ja, da. Ist down gut. Oben sind Crimes auf jeden Fall. Er hier wird wiederbelebt. Das ist nicht so gut. Den muss ich nämlich mal festnehmen. Ah, jetzt bin ich hier unter Wasser. Das ist sehr, sehr gut. Okay, kann ihn festnehmen, sehr, sehr gut. Und dann geht's einmal mit ihm in mein Auto. Bitte in den Passat da. Okay, auf mich wird wieder geschossen, sehr, sehr nice. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich am besten jetzt hochgehe. Wahrscheinlich da über die Leiter. Beziehungsweise im schlimmsten Fall, beziehungsweise schlimmster Fall ist es gar nicht. Gehe ich, Hilfe, jemand ist unter Wasser. Ist da und gut. Sniper-Schüsse von da oben. Nicht getroffen. Oh Gott. Sniper Aim geht schon besser auf jeden Fall. Oder war schon mal besser auch. Wir werden nicht gesehen. Okay, wenn wir jetzt da hinten die Treppe hochgehen, sollten wir das Safe haben. Ah, da ist einer runtergesprungen. Crime, glaube ich. Ah, unter Wasser sehe ich da nichts, leider.
Da ist einer, ich weiß halt nicht ganz genau, ob das ein Qualm ist, aber ich kann ja trotzdem mal vielleicht so einen Glockschuss abgeben. Aber ich glaube, das bringt nichts. Wir sind gleich die endlich bei der Treppe und die können wir dann hochgehen. Dann können wir gucken, dass wir mal mit einer Sniper ein, zwei Hits verteilen. So, Sniper in die Hand und jetzt vorsichtig einmal angehittet. Nicht angehittet. Oh Gott, Hilfe. Ich habe nur noch drei Schuss in der Sniper. Ein Schuss getroffen. Ich wurde auch einmal getroffen. Ja, gut. Wenn ich jetzt hier an die Wand gehe, ich habe noch einen Schuss, also mehr. Nicht getroffen, ich muss mal runter. Ja, gut, jetzt ist schwierig. Und Sniper-Munition auf die Distanz. Oh, die fahren zu mir. Nein, nein, nein. Ich hoffe einfach, dass sie mich nicht hier sehen. Weil wenn sie mich sehen, kann ich eh nichts mehr machen. Weil ich habe kaum Munition in allen Waffen. Aber ich glaube, die sehen mich nicht. Ich höre zumindest aber Schritte. Okay, Schüsse auf jeden Fall, wir gehen hoch. Ah, da ist ein SEK-Beamter, auf den schießen die. Angehittet. Oh Gott, Hilfe. Okay, ich habe nur noch ein Magazin. Nicht mal. Okay, es wird dunkel. Das kann Vorteil sein, aber auch ein Nachteil. Ein Crime down. Ich brauche hier dringend mal Backup. Ich habe nichts an Munition. Da chillt einer. Okay, er schwimmt jetzt hoch. Ja, ich überlege Taser. Jetzt schlägt Conny mich nicht ernsthaft. Also, ich weiß, dass oben einer war. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber da war einer auf jeden Fall. Okay, da oben ist er, da oben ist er. Ich gehe hoch. Ja, ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Ja. Okay, wir werden, denke ich, wiederbelebt. Ich versuche dann einfach. Ah, nee, okay, da ist ein zweiter Crime. Ja, ich komme ja nicht weg. Mein Fahrzeug ist nicht mehr solide am Start. Also damit kann ich ja nirgendwo hinfahren. Conny würde mich mit nirgendwo hinfahren. Sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Ja, ich bin halt direkt wieder down. Sehr, sehr ärgerlich. Alles klar, dem Fahrzeug geht es jetzt auch nicht mehr so gut. Das heißt, er kann mich auch nicht wegfahren. So, ich lebe. Die leben auch. Nur so können die mich nicht schlagen, glaube ich. Hoffe ich. Nicht das Fahrzeug. Nein, nein, nein. Ja, so kann er mich nicht schlagen bis jetzt. Ich muss mal gucken, ist hier irgendwo ein Fahrzeug? Nee. Ja, okay, Anreise-K, ja. Ich glaube, ich gehe jetzt runter und dann probiere ich irgendwas. Fahr gerade wieder komplett auf den drauf mit meinem Ziel-Cursor-Dingens. Nein, 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 nein. Nein. Leute, oh, nee, 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 nee. Ja, jetzt habe ich hier noch einen Qualm, ja. Hab ich getasert. Werde ich festnehmen. Und dann mal gucken. Ja. Hilfe. Okay, erstmal das Fahrzeug. Und ich auch. Na, da kann er mich jetzt hinten diesmal. Schwierige Hase. Ich habe 24 Schuss noch im der M4. Er ist down, glaube ich, hoffe ich. Ja, aber geliebt anscheinend. Perfekt, ich lebe wieder, werde aber geschlagen. Ich versuche mal jetzt wegzulaufen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich hoffe, ich kann hier beim Sunny rein. Ja, kann ich. Zum Glück, gut. Und dass der hoffentlich wegfährt, damit ich nicht abgeschossen werde. Jedoch bin ich hinten links. Das heißt, ich werde nicht abgeschossen. Sehr, sehr nice. So, das ist mit dem heutigen Video. Ich weiß, es könnte noch ein bisschen spannender sein. Nur gerade wurde ich die ganze Zeit einfach von irgendwelchen Leuten umgeschlagen oder mit Sniper dauerhaft gekämmt. Das war halt nicht so gut. Jetzt bin ich frei, weil Conny mich abgeholt hat. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Ich würde sagen, ciao, ciao.